Hallo und herzlich willkommen zum Vortrag ABB eBoost Tool, ein professionelles Service-Tool für KNX-Systemintegratoren und Installateure. Mein Name ist Thorsten Reibel von der Firma ABB und ich bin im Bereich Training und Qualifizierung Gebäudeautomation tätig. In den nächsten 30 Minuten gebe ich Ihnen einen Überblick zu den leistungsstarken Funktionen des ABB eBoost Tools. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie diese bitte unter Questions and Answers. Was ist die Agenda? Ich zeige Ihnen zunächst die allgemeinen Merkmale, die Funktionen und Vorteile des ABB eBoost Tools, eine Übersicht über die unterstützten Geräte für das Tool und dann gehe ich in einige Details von KNX-Komponenten, den Hauptfunktionen, die im eBoost Tool vorhanden sind. Abschließend erzähle ich Ihnen noch, wo das ABB eBoost Tool zu erhalten ist. Was sind zunächst die allgemeinen Merkmale des ABB eBoost Tools? Das ABB eBoost Tool ist ein zusätzliches Tool zu ETS, das die Arbeit mit KNX-Geräten von ABB und Busch-Jäger-Geräten erleichtert. Es unterstützt Systemintegratoren und Installateure bei der Inbetriebnahme und Service von KNX-Anlagen. Interne Informationen und Zustände der Gerätehardware und der Softwareanwendungen werden transparent im Tool dargestellt. Es können Funktionen je Kanal direkt aus dem Tool heraus ausgeführt werden. Das eBoost Tool ist optional, das heißt nicht verpflichtend zu verwenden. KNX-Geräte müssen weiterhin ganz klassisch mit der ETS in Betrieb genommen werden. Das bedeutet, und das ist ein wichtiger Grundsatz, dass auch durch das eBoost Tool keine Abweichungen zum ETS-Projekt sich ergeben können. Die meisten oder eine Vielzahl von KNX-Produkten von ABB und Busch-Jäger werden von dem Tool unterstützt. Es gibt aber Geräte, die zum Beispiel einen Webserver haben oder eine leistungsstarke DCA, die Device Configuration App in der ETS, die Vorschaufunktion zum Beispiel für Displays bietet. Und solche Geräte brauchen dann keine Unterstützung durch dieses Tool. Auf der rechten Seite sehen Sie eine typische Konstellation, wie das Ganze aufgebaut ist. Ich habe einen PC, wo die ETS drauf läuft. Und zusätzlich installiere ich das ABB eBoost Tool. Voraussetzung ist das Windows-Betriebssystem. Ja, und dann greife ich über eine USB- oder IP-Schnittstelle auf einzelne KNX-Geräte in meiner Anlage zu. Wie greife ich jetzt auf die ABB eBoost KNX-Geräte zu? Ganz normal wie auch in der ETS über eine USB- oder IP-Schnittstelle mit Hilfe der physikalischen Adresse. Das heißt, zumindest die physikalische Adresse muss vorher mit der ETS programmiert werden. Ist das Gerät dann verbunden, dann gibt es ein gerätespezifisches Plugin und das zeigt die Funktion je nach Gerätetyp an und je nach ETS-Programmierung mit einzelnen Seiten pro Kanal, wo ich dann entsprechende Funktionen ausführen kann oder auch mir Zustände und Werte anschauen kann. Ja, der Benutzer kann die gewünschten Funktionen auslösen, Werte lesen, Zustände simulieren, aber auch Einstellungen für angeschlossene Geräte vornehmen, zum Beispiel neue Szenen abspeichern. Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie in der ETS freigegeben wurden. Wir haben ja sogenannte dynamische Parameter in der ETS bei den Applikationen. Das heißt, nicht vorhandene gesperrte Funktionen sind entweder ausgegraut im eBoost Tool oder nicht sichtbar. Man kann zwei verschiedene Modi einstellen, einen sogenannten Anzeige- und Konfigurationsmodus. Der Anzeigemodus erlaubt nur Anschauen von Daten, von Werten, von Zuständen. Der Konfigurationsmodus erlaubt ebenfalls über das eBoost Tool Telegramme auf den Bus zu senden und Funktionen am Gerät auszuführen. Es gibt eine umfangreiche Hilfedatei, die im Tool integriert ist. Man muss hier nur über den Hilfebutton dieses Hilfemenü aufrufen und das wird dann auf der rechten Seite auf dem Screen angezeigt. Eine weitere interessante Funktion ist, dass der Zugriff auf ein Gerät über das Tool in der ETS-Applikation des Gerätes eingeschränkt werden kann. Es gibt drei Optionen: voller Zugriff, dann kann ich lesen und schreiben. Ich kann auch nur lesen freigeben, das heißt, mein Kunde kann dann nur Werte sich anschauen, aber nicht vom eBoost Tool etwas senden. Oder ich kann komplett die Funktionalität des eBoost Tools sperren, sodass kein Zugriff über das eBoost Tool zu diesem Gerät möglich ist. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Präsentationssprache zu ändern. Wir haben acht verschiedene Sprachen zur Verfügung: Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Russisch und Spanisch. Die Software wird ständig aktualisiert, weil wir immer wieder neue Produkte haben oder auch für bestehende Produkte sich Aktualisierung ergeben, neue Funktionen. Dies wird Ihnen dann kostenlos im Tool zur Verfügung gestellt.
Wie läuft das Ganze ab? Wenn Sie das Tool neu starten und online sind, wird direkt im Tool Ihnen eine neue Version angeboten. Und es gibt auch einen Changelog, wo zu erkennen ist, welche Änderungen in einzelnen Versionen vorhanden sind. Der aktuelle Stand, September 2021, ist die Version 1.9.45.0. Es gibt weitere Funktionen innerhalb des ABB eBoost Tools, zum Beispiel das Firmware-Update. Drei Geräte werden dort unterstützt: unsere IP-Router, IP-Interface und auch der Logic-Controller. Weitere Geräte werden jetzt aktuell in der App Bus-Update innerhalb TTS bezüglich Firmware abgedatet. Zwei weitere Funktionen, die ich hier gleich noch etwas näher zeigen werde, möchte ich hier kurz erwähnen. Der Demo-Modus für jedes Gerät, das heißt, man kann auch ohne angeschlossenes KNX-Gerät schon mal sich die Funktion, das Prinzip des eBoost-Tools anschauen. Und auch KNX-bezogene IP-Geräte können innerhalb des eBoost-Tools erkannt werden mit einigen Funktionen. Da werde ich gleich näher drauf eingehen. Wie verbinde ich die KNX-Geräte jetzt mit dem eBoost-Tool? Ich hatte schon erwähnt, die klassischen Schnittstellen USB oder IP können genutzt werden. Dazu gibt es den Connection Manager innerhalb des eBoost-Tools, wo ich entsprechend die Verbindung erstellen kann, aber auch testen kann. Des Weiteren gibt es eine S-Bus-Berechnung. S-Bus steht für Sicherheitsbus bei unserer Gefahrenmeldezentrale GMA 8.1, ebenfalls ein KNX-Gerät. Und der S-Bus ist ein zusätzlicher Sicherheitsbus, wo einige Komponenten aus der Sicherheitstechnik angeschlossen werden können. Und hier geht es um Unterstützung bei der Erstellung der Topologie der entsprechenden Leitungslängen. Es gibt einen Logfile für den Verlauf der Aktion innerhalb des Tools und einen Schieberegler zum Anpassen der Bildschirmgröße je nach Auflösung. Je nach Größe der Darstellung kann ich hier unten rechts mit dem Schieberegler die Darstellung entsprechend verändern. Und ganz oben rechts gibt es zwei Betriebsmodi, hell und dunkel. Man sieht jetzt den Dunkelmodus hier. Die meisten Screenshots, die ich erstellt habe, sind mit dem Dunkelmodus. Am Schluss auch eins mit dem hellen Modus. So ähnlich wie der Tag- und Nachtmodus innerhalb eines Smartphones. Unterstützte Geräte. Es gibt eine Übersicht über alle Geräte, KNX-Geräte von Bushnega, die hier unterstützt werden, sodass man auch ja, eine Übersicht hat, was alles verfügbar ist. Auch ältere Geräte sind teilweise vorhanden, die ja durchaus noch Existenz in Projekten, in KNX-Projekten sind. Zu beachten ist, dass der Anschluss des eBoost-Tools an die KNX-Installation und die Verbindung eines Gerätes einen erhöhten Telegrammverkehr nach sich zieht, weil eine kontinuierliche Abfrage der Zustände innerhalb des Gerätes hier gemacht wird. Man kann die Telegramme pro Sekunde einstellen zwischen 2 und 20 Telegrammen, um einfach den Telegrammverkehr dann auch nicht zu groß zu haben. Aber dennoch habe ich kontinuierlichen Telegrammverkehr. Das heißt, wenn man seine Arbeit getan hat mit dem eBoost-Tool, sollte man die Verbindung zu dem Gerät trennen. Ist also nicht eine Visualisierung, die im Dauerbetrieb genutzt werden sollte für ein Gerät. Sollte man das mal vergessen haben, nicht schlimm. Es erfolgt nach maximal 60 Minuten eine Abschaltung. Auch diese Zeit kann man verändern. Ja, und last but not least, der Hinweis, dass es ein Service-Tool von ABB bzw. Bushnega ist und kostenlos auf der Homepage von ABB und Bushnega zur Verfügung steht und jeder dieses Tool herunterladen kann. Kommen wir nun zu der Möglichkeit, KNX-bezogene IP-Geräte mit dem eBoost-Tool zu verbinden. Es gibt einen Menüpunkt IP-Geräte auf der linken Seite, den anklicken, dann werden alle KNX-relevanten IP-Geräte am Netzwerk hier angezeigt, pro Gerät eine Zeile. Man erhält entsprechende Informationen über das Gerät, über die IP-Adresse, MAC-Adresse oder physikalische Adresse. Was gibt es hier für weitere Möglichkeiten? Ich kann einzelne oder auch alle Geräte hier auf der linken Seite markieren und dann Funktionen, die hier oben auf der Menüleiste dargestellt sind, ausführen. Zum Beispiel, wenn ich ein Gerät anklicke, die Webseite öffnen. Sollte das Gerät, was ich ausgewählt habe, ein Webtool im Hintergrund haben, dann würde der entsprechend ja, Standardbrowser geöffnet und das Tool hier dann auf dem Bildschirm angezeigt. Und man kann entsprechende Funktionen ausführen. Ich kann das Gerät auch identifizieren, durch Drücken LED blinken, dann wird die On-LED des Gerätes zum Blinken gebracht, 5 Sekunden, und man weiß, welches Gerät man hier auf der Liste hat. Ich kann auch die ausgewählten Geräte neu starten oder erneut nach den IP-Geräten in meinem Netzwerk suchen oder auch eine
Exportdatei kreieren mit der IP-Adresse und der MAC-Adresse der jeweiligen Geräte in einer Textdatei. Wichtig ist, wir reden hier über KNX-bezogene IP-Geräte, also irgendwelche anderen Geräte im IP-Netzwerk wie PCs oder auch Drucker, die für uns ja nicht relevant sind, werden hier nicht angezeigt und erfasst. Kommen wir nun zum Demo-Modus. Der Demo-Modus stellt die möglichen Funktionen ohne Verbindung zum KNX-Produkt dar. Man kann also im eBusel auf der linken Seite den Demo-Modus anklicken. Es werden alle verfügbaren Geräte angezeigt und durch Klicken auf eins der Geräte auf Verbinden kann man praktisch sich im eBusel anschauen, wie die einzelnen Seiten, die einzelnen Funktionen des Gerätes innerhalb des eBus-Tools ausschauen, ohne direkt Funktionen zum Gerät auszuführen, da ja keine Verbindung über den Bus zu dem Gerät existiert. Aber man kann auch verschiedene Seiten aufrufen, verschiedene Funktionen sich mal anschauen. Alles, um einfach mal zu sehen, wie die Geräte im Prinzip innerhalb des eBus-Tools ausschauen. Welche Bouchergeräte werden jetzt im eBus-Tool unterstützt? Hierzu gibt es auch eine Funktion auf der linken Seite unterstützte Geräte. Wenn man diese anklickt, kriegt man eine Übersicht über alle momentan unterstützten Geräte. Das sind überwiegend Aktoren. Im Prinzip ja die allermeisten aktuellen Geräte. Es existieren auch, wie gesagt, noch einige ältere Geräte, die unterstützt werden. Ja, das sind die Analogaktoren, der Logic-Controller, Analogeingänge, die DALI-Gateway ist sehr wichtig. Wir schauen uns das am Schluss an, was dort möglich ist. Das Energiemodul, das N-Ocean-Gateway, eine Vielzahl von Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräten, Jalousieaktoren, Linienkoppler, Lichtregler, sowohl 1 bis 10 Volt als auch für DALI, der Energieaktor, die intelligente Spannungsversorgung mit Busankopplung, die LED-Dimmer und die Wetterzentrale und Wetterstation und eben eine Vielzahl von IP-Geräten, die man sich entsprechend hier anschauen kann. Nicht vergessen, es kommen laufend neue Geräte dazu mit einem Update, sodass man immer auf dem aktuellen Stand bei dem eBus-Tool ist. Kommen wir nun zu den Hauptfunktionen einiger integrierter Bushega KNX-Komponenten innerhalb des eBus-Tools. Ich werde nicht alle Geräte zeigen, auch nicht alle Funktionen von einzelnen Geräten, aber es geht ja darum, dass Sie mal einen Eindruck bekommen, was zusammen mit dem eBus-Tool und unseren KNX-Geräten möglich ist. Starten wir mit der Spannungsversorgung mit Diagnose, eine KNX-Spannungsversorgung mit integriertem Busankoppler, die auch am Bus kommunizieren kann, ermöglicht hier auch die Verbindung zum eBus-Tool. Ja, was erhält man hier für Funktionen? Typische Anzeigefunktionen einer Spannungsversorgung, Busspannung, Busstrom je Ausgang. Es gibt auch Spannungsversorgung mit zwei Ausgängen oder ob zum Beispiel Überstrom vorhanden ist. Des Weiteren drei sehr interessante Informationen über die Betriebsdauer und Neustarts. Man erhält die Informationen, wie lange die Spannungsversorgung insgesamt seit Erstinbetriebnahme in Betrieb war. Man kann also sehr schön sehen, ob eine Spannungsversorgung, eine vermeintlich neue, schon mal in Betrieb gewesen ist eine längere Zeit. In dem Fall sind das hier 5080 Stunden. Dann mag es Unterbrechungen innerhalb des Betriebes geben. Das heißt, man kriegt auch die Betriebsstunden seit letztem Start und auch, wenn es mehrere Starts gegeben hat, die Anzahl der Neustarts. Also sehr schön zu erkennen, wenn ein Spannungsausfall mal gewesen ist, wann der letzte Ausfall war, indem man hier auf die Betriebsstunden seit dem letzten Start schaut. Kommen wir nun zum Analogeingang. Wir haben hier einen Vierfach-Analogeingang. Und was kann ich dort sehen im eBus-Tool? Die aktuellen Eingangswerte pro Kanal. Man sieht also auf der linken Seite insgesamt sechs verschiedene Seiten, die man aufrufen kann. Eingang A bis D und zusätzlich allgemein und Berechnung 1 bis 4. Ja, man sieht hier die aktuellen Werte. Zum Beispiel bei einem 0 bis 20 mA entsprechender Wert dazwischen. Man kann aber auch aktiv Werte verändern. Wenn ich hier auf den Konfigurationsmodus gehe, statt des Anzeigemodus, kann ich zum Beispiel den Schwellwert verändern. Das heißt, ich verändere mit dem Schieber hier den Schwellwert und wenn dann der aktuelle Wert überschritten wird, dann natürlich eine entsprechende Funktion in der Anlage ausgeführt. Das heißt, ich kann temporär Werte überschreiben. Und spätestens, wenn ich das eBus-Tool wieder verlasse, werden wieder die aktuellen am Eingang anliegenden Werte genommen. Ja, auch der Status der Grenzwertüberschreibung wird hier sichtbar gemacht. Und unter Berechnung 1 bis 4 finden wir ja, verschiedene mathematische Funktionen, die im Analogeingang möglich sind, zum Beispiel Vergleich zweier Eingangswerte oder
die mathematische Berechnung von zwei Eingangswerten als Mittelwert. Entsprechende Kalkulationen werden dann auch hier im IBUS-Tool angezeigt. Ich hatte schon erwähnt, dass eine Vielzahl von Geräten aus dem Heizungs-, Lüftungs-Klimabereich im IBUS-Tool unterstützt werden. Beispielhaft möchte ich mal den Fankühlregler hier darstellen. Ja, ein Gerät mit einem Kanal, aber dennoch vier verschiedenen Seiten hier im IBUS-Tool: Status, Regler, Ausgänge und Eingänge. Wiederum verschiedene Statusinformationen sind möglich, zum Beispiel ob das Gerät im Heiz- oder Kühlbetrieb ist, ob Zwangsführung aktiv ist. Die Eingänge entsprechend es genauso. Zum Beispiel könnte ja ein Temperatursensor noch angeschlossen sein oder ein Fensterkontakt. Auch hier sieht man den aktuellen Status und natürlich von den Ausgängen, Lüfter in dem Fall und das Ventil. Beim Regler sieht man auch alle relevanten Informationen wie Raumtemperatur, Sollwert, die Stellgröße oder auch die Betriebsart. Kann aber auch hier natürlich jederzeit temporär Werte überschreiben. Zum Beispiel könnte ich jetzt einen neuen Sollwert mal reinschreiben oder auch einen anderen Raumtemperaturwert simulieren oder die Ventilausgänge mal überschreiben und öffnen oder schließen. All das sind Dinge, die man hier machen kann. Immer natürlich nur temporär, solange die Verbindung mit dem IBUS-Tool existiert oder wenn ich hier an den entsprechenden Seiten auch dieses Überschreiben wieder aufhebe. Nur solange ist diese Funktion dann aktiv. Die Familie unserer Jalousieaktoren wird ebenfalls hier im IBUS-Tool unterstützt. Hier sieht man mal die Seite von einem Kanal. Hier haben wir auch ein Vierkanalgerät, entsprechend vier verschiedene Seiten und auch eine Übersicht über alle Statusmeldungen für alle vier Kanäle. Ja, man hat die vollständige Kontrolle über einen Antrieb zusammen mit dem IBUS-Tool. Man sieht hier in der Mitte die Möglichkeit, den Antrieb rauf und runter zu fahren, zu stoppen, die Lamellen zu verstellen und bekommt hier auch alle entsprechenden Positionsmeldungen angezeigt, zum Beispiel auch in welcher Position die Lamelle sich gerade befindet. Ja, des Weiteren werden verschiedene Statusmeldungen, wie zum Beispiel Wetterdaten, angezeigt, ob der Motor in Betrieb ist, ob irgendeine Störung vorliegt. Man kann auch bestimmte Funktionen überschreiben, zum Beispiel neue Positionen aktivieren oder auch neue Szenen abspeichern. Alles Funktionen, die ich auch über ein Telegramm am KNX direkt machen kann. Zusätzlich werden natürlich auch unsere 24 Volt DC-Jalousieaktoren unterstützt oder wenn ich jetzt einen Ausgang als Schaltausgang parametriere in der ETS, werden entsprechende andere Funktionen und Statusmeldungen hier angezeigt und können eventuell bedient werden. Im Bereich Beleuchtungstechnik gibt es die sogenannten Konstantlichtregler, basierend auf 1 bis 10 Volt Technologie 6107 oder die Daley-Lichtregler. Die auch hier unterstützt werden für eine sehr wichtige Funktion, nämlich die benutzerfreundliche und sehr einfach durchführbare Einstellung der Konstantlichtregelung. Man spricht auch von Kalibrierung und das ist viel einfacher und komfortabler und sicherer, als wenn ich manuell in der ETS mit dem Gruppenmonitor eine Prozedur starte. Wir haben das entsprechend hier in dem IBUS-Tool ausgelagert. Wie läuft das Ganze? Sehr einfach. Es gibt eine sogenannte Tag- und auch Kunstlichtkalibrierung. Bei der Kunstlichtkalibrierung wird der Raum verdunkelt. Ich dimme die Beleuchtung, die künstliche Beleuchtung, auf den Helligkeitswert, den ich haben möchte, als Sollwert, messe diesen mit einem Luxmeter an der Stelle, wo es relevant ist, und starte dann die Kunstlichtkalibrierung. Im Prinzip wird dann die gesamte Dimmkurve durchlaufen. Er dimmt sehr langsam rauf und runter, speichert die zugehörigen Werte ab und hat damit im Prinzip die Kalibrierung durchgeführt, um nachher eine sehr genaue und zufriedenstellende Lichtregelung zu realisieren in dem Raum. Und während dieses Kalibrierungsprozesses werden auch die relevanten Daten hier angezeigt, um einfach zu sehen, ob es Sinn macht, was man dort macht und ob die ganze Sache erfolgreich ist. Wir haben einen Energieaktor, im Prinzip einen Schaltaktor, zum Schalten, aber auch zum Messen von elektrischen Werten. Im Prinzip werden an jedem Kanal Spannung und Strom gemessen. Die Werte werden natürlich auch hier in dem IBUS-Tool bei dem Gerät je Kanal angezeigt. Aus Spannung und Strom kann ich Energiewerte berechnen. Also auch die Zählwerte wie Kilowattstunden, die Leistung können hier pro Kanal oder auch für alle drei Kanäle zusammen, wenn ich zum Beispiel einen Drehstromverbraucher hiermit ansteuere, angezeigt werden.
Wir haben sogenannte Zwischenzähler in dem Gerät. Das heißt, ich kann hier auch einen Zwischenzähler starten und stoppen. Alle Zähler, der Hauptzähler, der eigentlich immer durchläuft, und die Zwischenzähler kann ich zurücksetzen. Und zusätzlich habe ich einige Statusinformationen, zum Beispiel ob die Zeitfunktion aktiv ist oder ob die Leistung negativ ist. Hier in einer weiteren Seite wird das entsprechend angezeigt. Es gibt statt des Energieaktors auch ein Energiemodul. Das Energiemodul ist im Prinzip der Energieaktor ohne Schaltfunktion. Aber alle Messfunktionen entsprechen genau dieser Darstellung hier beim Energieaktor. Wir haben eine Vielzahl von LED-Dimmern, die auch hier im eBoost-Tool erfasst werden können. Wenn man die Verbindung startet, kann man die einzelnen Leuchten einschalten. Man kann natürlich auch irgendwelche Zustandsmeldungen wie Übertemperatur hier erkennen und auch den sogenannten Lasttest starten. Der Lasttest bezieht sich auf die angeschlossene Last, ob ich eine mehr induktive oder kapazitive Last habe. Entsprechend werden die Ansteuerarten Phasenanschnitt oder Phasenabschnittsteuerung eingestellt und diesen Lasttest oder diese Auslösung der Lasterkennung kann ich auch hier vom eBoost-Tool realisieren. Wir haben zwei Wettergeräte, die hier unterstützt werden, die Wetterzentrale und die Wetterstation. Ich zeige hier mal beispielhaft die Wetterzentrale. Das ist ein Gerät, ein Reihen-Einbaugerät mit zugehörigem Wettersensor, der verschiedene Sensoren beinhaltet, wie Helligkeit, Temperatur, Regen, Wind. Und für alle diese Sensoren gibt es separate Seiten innerhalb des eBoost-Tools. Und auch hier werde ich immer die aktuellen Werte sehen, kann wiederum Schwellwerte verändern, um zu sehen, wie die Reaktionen bei den entsprechenden Werten sind. Statusmeldungen werden mir angezeigt und das für jeden einzelnen Sensor passend. Hier sieht man mal das Beispiel eines Helligkeitssensors, wobei es eigentlich drei Sensoren sind, weil wir ja drei verschiedene Himmelsrichtungen hier erfassen können. Aber im Prinzip, je nach Einstellung, sehe ich genau das, was zu dem jeweiligen Sensor passt, hier dargestellt. Kommen wir abschließend zu den DALI-Gateways, die ja, wie schon erwähnt, sehr, sehr wichtig sind im Zusammenspiel mit dem eBoost-Tool. Man kann sagen, das eBoost-Tool ist für die Parametrierung unserer KNX-DALI-Gateways absolut notwendig. Wir haben ja zwei Teile in einem DALI-Gateway, den KNX-Teil, den wir klassisch wie gehabt über die ETS parametrieren, aber den DALI-Teil, den parametriere ich hier im eBoost-Tool. Und der muss parametriert werden. Und das ist eben ein einzigartiger Zugang zur DALI-Parametrierung über das eBoost-Tool, unabhängig von der ETS. Auf eine sehr benutzerfreundliche Weise mit vielen Optionen. Ja, um einfach Ihnen, den Integratoren und Installateuren, das Leben bei der Inbetriebnahme mit DALI etwas einfacher zu machen. Aber auch für Wartung und Fehlersuche sehr gut geeignet ist. Was sind die Hauptfunktionen? Zunächst mal kann ich die Adressierung von DALI-Geräten, DALI-Vorschaltgeräten hier auslösen, kann aber auch sehen, welche Adressen die DALI-Vorschaltgeräte haben und kann sie auch innerhalb des eBoost-Tools verändern, wenn ich das möchte. Des Weiteren kann ich die DALI-Geräte zu den 16 möglichen DALI-Gruppen zuordnen. Ich sehe auch wieder Statusmeldungen wie Lampen- oder Vorschaltgerätefehler und auch weitere Statusinformationen und kann aber auch die einzelnen DALI-Leuchten oder auch die DALI-Gruppen hier ansteuern und sehen, ob die Funktion entsprechend ist. Zusätzlich gibt es hier die Möglichkeit, DALI-Notlichtgeräte zu integrieren und auch hier haben wir eine eigene Seite, um die Notlichttests auszuführen und die Ergebnisse der Tests auch hier im eBoost-Tool anzuzeigen. Und wie eben schon erwähnt, für die Konstantlichtregelung auch für DALI verfügbar, die DALI-Lichtcontroller oder Lightcontroller. Auch hier kann ich die Einstellung, die Kalibrierung entsprechend ausführen. Schauen wir uns mal zwei Seiten innerhalb des DALI-Gateways und des eBoost-Tools an. Wir haben also mehrere Seiten hier. Eine ist die Seite DALI. Hier sehe ich die Übersicht über alle möglichen oder 64 möglichen DALI-Vorschaltgeräte. Sehe sofort, welche Adressen erkannt worden sind, ob irgendwelche Fehlermeldungen oder Zustände hier anliegen bei den einzelnen DALI-Vorschaltgeräten, die wichtig sind. Zum Beispiel wäre hier jetzt eine DALI-Leuchte defekt. Kann mit Drag and Drop die Adressierung neu starten, kann einzelne Leuchten oder DALI-Vorschaltgeräte den DALI-Gruppen zuordnen, kann beliebig hier die DALI-Adressen auch verändern, kann auf der rechten Seite alle
oder einzelne DALI-Vollschaltgeräte zurücksetzen, eine neue DALI-Adressierung auslösen und bekommen eine Vielzahl von Statusmeldungen hier angezeigt. Zum Beispiel, ob einzelne Geräte noch nicht adressiert sind oder ob mehr als 64 DALI-Vollschaltgeräte an der DALI-Linie erkannt worden sind. Zusätzlich gibt es hier ein Suchmenü für Vollschaltgeräte. Sehr interessant, wenn ich in einem Raum bin und ich weiß, welche DALI-Adresse meine Leuchte hier im Raum hat, kann ich mit wenigen Klicks in Erfahrung bringen, welche Adresse dieses DALI-Vollschaltgerät hat. Das ist also ein sogenanntes Suchmenü, wo man einfach nur abgefragt wird, was jetzt gerade der Zustand ist, ist die Leuchte an oder aus und dann entsprechende Buttons hier klickt und abschließend nach wenigen Klicks gesagt bekommt, welche Adresse dieses Vorschaltgerät hat. Ja, auf der rechten Seite sieht man hier auch mal ein Hilfsmenü, was ich jederzeit über das Menü hier oben auswählen kann und dann hier auf der rechten Seite dargestellt wird. Ja, dann hier eine etwas speziellere Seite von unserem DALI Gateway Premium mit Farbfunktionen. Unter Detail, hier sieht man den sogenannten Color Picker, Farbpicker, das heißt, ich kann für diese DALI-Leuchte eine bestimmte Farbe auswählen und natürlich auch die Leuchte einschalten und mal schauen, wie die Farbe im Raum wirkt. Kann das direkt von diesem Farbfeld machen oder auch über die Rot-Grün-Blau-Schieberegler oder die andere Verfahrensweise wäre HSV, kann ich auch hier eine Farbe einstellen. Man sieht wieder verschiedene Statusmeldungen, man kann natürlich die Leuchte auch ein- und ausschalten und dimmen. Man kann verschiedene Funktionen aktivieren, zum Beispiel den Einbrennmechanismus. Der Einbrennmodus ist eigentlich nur für Leuchtstifflampen interessant. Da will man ja am Anfang der Betriebszeit das Dimmen verhindern für eine bestimmte Zeit, ungefähr 100 Stunden, weniger interessant für LED-Leuchten. Und man sieht auch hier die Betriebsdauer der einzelnen Leuchte. Wer sich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, DALI Gateway Premium mit unseren Farbfunktionen, auch die weiteren Funktionen hier im eBus-Tool, kann zu der Präsentation meines Kollegen Jürgen Schilder hier innerhalb der KNX-Perience-Veranstaltung gehen. Wir haben also einen weiteren Vortrag genau zu diesem Thema. Ein praktisches Beispiel, wie das eBus-Tool auch verwendet werden kann, nicht nur rein gerätespezifisch, sondern eigentlich für eine gesamte Funktion in einem KNX-Projekt. Wir nehmen hier als Beispiel mal die Wetterzentrale, die natürlich mit dem Jalousieaktor verbunden ist. Das heißt, bei starkem Wind soll der Jalousieaktor den Antrieb in die Sicherheitsposition nach oben fahren. Was kann ich machen? Ich möchte das Ganze überwachen, ob es auch richtig funktioniert. Ich möchte es kontrollieren, gehe in das eBus-Tool zusammen mit der Wetterzentrale rein, überschreibe temporär den Windwert auf einen höheren Wert, sodass der aktuelle Grenzwert überschritten ist. Schaue die Funktion, ob die Funktion hier in der Wetterzentrale richtig funktioniert und gehe auch zu meinem Jalousieantrieb, zu meiner Jalousie und schaue, ob dort entsprechend in die Sicherheitsposition gefahren wird. Sollte zwischen zwei Geräten wie der Wetterzentrale und Jalousieaktor eine Kopplerfunktion, ein Koppler existieren, könnte ich ja auch damit feststellen, dass die Kopplerfunktion, die Filterung der Telegramme korrekt funktioniert. Kommen wir nun abschließend zu der Frage, wo das eBus-Tool erhältlich ist. Das ist recht einfach, auf unserer Homepage, sowohl bei Bujega als auch bei ABB. Ich habe hier beispielhaft mal die ABB-Seite genommen, weil das eine eigene Seite ist für das eBus-Tool. Gibt es noch mal ein paar kurze Informationen und einige Screenshots. Unter abb.de/knx Services and Tools, Engineering Tools, eine kurze Übersicht mit ja, ein paar allgemeinen Informationen nochmal und auch einigen Screenshots. Natürlich der Möglichkeit, das Tool downzuloaden, sich herunterzuladen auf dem PC und auch eine Release-Note zu den verschiedenen ja, Versionen, die es gegeben hat. Und nicht vergessen, das Tool ist kostenlos. Ich bin am Ende meiner Präsentation und möchte mich für Ihr Zuhören bedanken. Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserem digitalen Messestand. Auf Wiedersehen und viel Vergnügen auf der KNX Experience.